Er hat aber sehr wohl klare Botschaften gehabt, und zwar weniger an die Chefredaktionen im Land, sondern an die Bürgerinnen und Bürger. Er hat deutlich gemacht, dass diejenigen, die auf BAföG beispielsweise angewiesen sind, die mit niedrigen Einkommen Kinderzuschlag oder Wohngeld oder Ähnliches bekommen, sich vollkommen darauf verlassen können, dass diese Leistungen weiter bezahlt werden. Er hat gesagt, dass wenn Energiepreise entgegen der aktuellen Marktlage aus dem Ruder laufen sollten, dass der Staat nicht nur handlungsfähig, sondern auch handlungswillig mit dieser Regierung sein wird. Das sind nicht Botschaften, sondern das sind klare politische Aussagen, die vielen Menschen, die das gar nicht verstehen, was da im Moment gerade los ist, wichtige soziale Sicherheit geben.